Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Imperium Galactic Survival. Und wieder dabei ist der Onkel von Gamers Check LP. Ja, hallöchen. Ja, und der Revano ist leider immer noch nicht da, weil sein Internet immer noch ausgefallen ist. Aber das soll uns nicht davon abhalten, die Galaxie zu beherrschen. Richtig. Und genau, wir waren jetzt hier weiter an der Konstruktion von erstmal ein paar Dingen, ne, weil wir brauchen noch ein bisschen Stuff und so. Damit es endlich einen Sauerstoffgenerator. Und was? So wirklich Gaybugs. Gaybugs. Ja, habe ich dir erzählt. Hätte ich dir nicht erzählt. Ach, schön. Generator. Ja. Oh, schön. Genau deswegen. Wonderful. Gefällt mir. Wonderful. So, Metallstücke. Ey, das hört sich ja so lustig immer an. Metallstücke. Ach, shit, ich hab ja schon genug davon. Abbruch. Okay, so. Ich habe hier noch Pistolenmunition, sehe ich gerade. Wahnsinn. Kannst du mal sehen. Das ist ja Wahnsinn. Warum? Warum habe ich denn hier eine Verdampferladung? Das ist doch gar nicht meine Waffe, die ich habe. Also mein Verdampfer, oder? So, warte mal. Ach doch, klar. Gesteinmehl, das haben wir genug. Kann es sein, dass wir Kobalt brauchen demnächst? Ja, oder? Ja. Aber ich glaube, wir gehen mal beide auf Reise, dann würde ich sagen. Reise. Ach, jetzt weiß ich auch wieder, was ich machen wollte. Vielleicht schaffe ich es noch, den, das Raumschiff fertig zu bauen, also den Gleiter. Können wir nämlich damit loslegen. Den Kleiner. Wäre ja Herz allerliebst. Ach, das ist ja jetzt oder auch doof. Jetzt habe ich ja hier... Ach, Moment mal. Muss ich erst die Schubdüse für ein Maulweasel lernen? Kann das sein? Ach, tatsächlich, die kann ich erst mit Level 10. What? Warte mal, welches Level bin ich denn jetzt? Wo steht denn das? Da, Player Level 9. Wo stehen meine XP? Ach, da. Ach, guck mal, ich bin ja fast schon 10. Das ist ja super. Dann kann ich die gleich bauen. Dann kann ich nämlich gleich so ein Wunderwerk bauen. Hier so eine Schubdüse. Für ein kleines Raumschiff. Oh yeah. Brauche ich denn jetzt dafür, ne? Ach. Aber warum schaffen wir das so nie? Ach, weil du sonst immer alle Beta-Generator-Constructor einnimmst und sagst dann immer, es soll verschwinden. Das liegt daran, weil ja auch noch der Revana fischt. Dann will dann auch noch mal Munition bauen und weil er dann wieder auf Achse will. Achse. Kommt immer was dazwischen, weißt du da? Weißt doch, je mehr Köche, desto schlimmer wird die Suppe oder so. Die viele Köche verderben die Suppe. So. Jungschubdüse. Nee, die will ich gar nicht. Da habe ich schon zwei, glaube ich, gebaut. Da. Eine. Wie viele Schubdüsen brauche ich denn? Links, rechts, hoch, runter. Und vorne. Also. Fünf. Wobei, die Schubdüse kann ich eigentlich auch vorne hinbauen, ne? Glaube ich. Macht auch Sinn, ne? Jetzt sag doch auch mal was dazu. Total. Ich überlege hier die ganze Zeit, zerbreche mir den Kopf darüber, wie ich das Raumschiff baue und du sagst nichts. Stimmt, fällt mir auch gerade auf. Stimmt. Ich bin hoch konzentriert heute. Das hatte ich das Problem. Was ist denn jetzt los? Also nicht? Mein Konstruktor baut nicht mehr. Ja, stimmt, bei mir auch gerade nicht. Kann es sein, dass der Strom ja, der Strom ist ausgegangen. Nein, wir brauchen hier Energiezellen. Ach, müssen wir mal welche herstellen. Ne? Ja, richtig. Dafür brauchen wir aber dieses Prometheum. Revanus so, Prometheus. Jetzt ist er wieder. Prometheus, genau. Ja, wir gehen ja jetzt eh gleich auf Achse. Es ist gleich hell und dann können wir auf Achse gehen. Ja, mein Konstruktor, warum macht er denn nicht weiter jetzt? Stimmt. Ja, der Generator dreht sich nicht. Warte mal, kann es sein, dass wir erstmal wieder auf P gehen müssen und dann Start oder so? Warte mal. Treibstofftank, Generator. Komm, muss man vielleicht einmal gegentreten oder so? Powered, jetzt. Aha.
Siehst du, ich musste einmal gegentreten. Jetzt funktioniert es wieder. So. Jetzt leuchtet nämlich das Lämpchen wieder. Mann, ist das eine Energieverschwendung, tagsüber Licht zu lassen. Naja. Das ist vielleicht sowieso, wenn wir dann auf Reise gehen, das Ding vielleicht ausschalten hier. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Stimmt. Gute Idee, ja. Aber warte mal, dann funktioniert aber der Kühlschrank, glaube ich, nicht mehr, ne? Kann das sein? Na, kann man den nicht irgendwie extra einspeisen oder so? Warte mal, ich will mal noch was machen. Das gefällt mir so nicht. Steuergerät, ein Steuergerät machen wir. Komm, scheiß drauf. Das gönnen wir uns jetzt mal. Zack. Ich weiß es gerade gar nicht. Zack. Ich überlege gerade, ist es nicht so? Ja, tatsächlich. Guck mal, die Kühlschränke funktionieren auch nur, wenn Energie durchläuft. Und dann würde unser ganzes Fleisch, unser ganzer Fleischvorrat vergammeln. Wenn wir wieder da sind, wollen wir was essen und dann, ja, stellen wir fest, dass alles vergammelt ist. Wäre doch Kacka. Kacka. Oder nicht? So, wenn man den Constructor kann man dann gleich mitnehmen, dann. Oder wenn ich das jetzt so. Wenn ich das jetzt hier so hinbaue, würde dich das stören? So? Nee, stört dich nicht, oder? Ich kann mit diesen hässlichen Scheißdingen nicht zurecht. Mit ja, hätte es auch warten können, dann hätten wir hier so einen großen Tank hinstellen können. Weil da kommt eigentlich Licht hin. So. Weil den kann ich auch ab Level 10 bauen. Da bin ich ja jetzt nicht mehr so weit von entfernt. Muss ich mal gerade gucken, wie das mit dem Cockpit hier läuft. Oh, was ist denn hier los? Auch ja noch. Wand kaputt, das gibt's ja nicht. Kaputt. Kaputt. Wand kaputt! Oh, hier. Wie teuer diese Schubdüsen sind, das ist ja Wahnsinn. Teuer? Oh ja. Da hab ich gar nichts abgehakt drüber, oder was? Oh ja. Bitte? Kamst du jetzt oder kam ich abgehakt drüber? Weil ich habe bei dir bloß euer gehört. Das ja, ich habe auch nur euer gesagt. Ja, also kam ich abgehakt drüber. Also du hast mich ja, denke ich mal, bloß nachgemacht. Richtig. Süße. Süße? Richtig. Richtig. Aber ist das noch richtig machen? So. Bitte? Wir bauen eine kleine. Ich gucke nochmal dahinter. Wir bauen eine kleine Brücke. Brücke. Auf das Wasser. Brücke. Dann. Und dann. Über diese kleine Brücke, dann tun wir hinten, tue ich dort ein kleines Raum, noch ein Raum hinbauen. Kleines Raum. Ein kleines Raum hinbauen und dort wird dann, ja, unser Gewächshaus ja. Sozusagen hinkommen. Ja, traumhaft. Du Arsch. Ja, nee, können wir. Oh, ich muss mal wieder die O2-Flaschen. O2. Können wir gerne machen. Die O2-Flaschen. Hm. Genau. Und zwei Flaschen. Gar keine Schleifwerbung, genau. Schleifwerbung. Was ist denn heute los? Boah, ich hab ja gar. Ja, weißt du schon, dass E-Plus und U2 ihre Netze zusammengelegt haben? Nee, hab ich mal aus schon gehört. Zwei mit ein Netz? Wo bist du jetzt eigentlich? Wir wollten noch mal kurz Kupfer holen hier aus der Mine. Reise. Die ist ja zum Glück hier in der Nähe. Okay, Alter, da kommt. Alter, wie schnell habe ich denn das Loch nach unten gebuddelt? Komm ich mal mit? Ja, eigentlich brauchen wir hauptsächlich Kobalt. Ich weiß nicht, kannst du mal gucken, wo es Kobalt gibt? Weil Kupfer brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht. Da haben wir noch genug. Ich weiß nicht, ob ich einen Konstruktor noch welchen habe. Ich brauche erstmal Munition und dann kann ich gerne. Ja, das merke ich auch gerade und ich komme hier nicht mehr raus und habe. Ach doch, ich habe genug. Egal, bau dir erstmal welche. Ja, du. Ja, ich. Genau ich. Das ist doch das Wichtige. Was? Metallstücke, natürlich. Metallstücke. Schon wieder so eine Stücke. Wie viel brauchst du denn da Metallstücke? Oh, 5. Boah. Stück du. Du Metallstück du. So, erstmal wieder zurück zur Basis. Laufen, laufen, laufen. Wo sind denn die Shades? Ach da, 5. 5. So, ach, das macht gleich 5, oder was? Was? Genau. Das macht gleich 10, okay. Uhr schlägt gleich 10.
So. War 10 Schläge ins Gesicht. Würde ich sagen, so. Und so, komm, mach mal. Ach, ich habe hier noch einen. Nee, ich stopp. Ich hier diese. Jetzt ein Raumschiff bauen möchte. Muss ich mal gucken. Was kann ich da denn? Rumpfblock bauen? Kann ich ja. Oder hier diese Gerüstblöcke. Innenblock. Ach, das baut dann auch wieder 3. Oh Gott. So, davon brauche ich jetzt erstmal so 20 Stück. So, und hier machen wir jetzt mal. Davon noch ein paar als Designstück. So, davon noch ein paar als Designstück. So, wobei da brauche ich nicht so viel als Designstück. Kann das wieder abgebrochen werden hier? Nein! Doch, jetzt. Park. Boah, braucht das lang für die Munition. Ja, ne? So, vielleicht nochmal eine Schräge. Ich weiß nicht, so 2 Stück. Hauptsächlich ist der Rumpfblock wichtig. Ach, siehste. Siehste? Und wieder Metallstücke, natürlich. Kann es jetzt sein, dass man erst diese komischen Raumschiff-Starter-Blöcke bauen muss, damit man überhaupt ein Raumschiff anfangen kann? Ja. Würde jetzt Sinn machen, ne? Das ergibt wirklich Sinn. Ja, aber sonst könnte man die einfach so, die Cockpits und so aneinander setzen, also Cockpit und Triebwerke und hast du nicht gesehen und dann. Hast du das schon gemacht? Du hast doch bis jetzt bloß unser Startraumschiff ausgebaut. Nö, ich habe auch schon ein Ground Vehicle und so von selbst gebaut gehabt. Von selbst gebaut? Ja. Alleine, selbst. Ganz alleine gebaut. Mit meinen eigenen Händen. So, ein Kern bräuchte ich dafür. Da freut er sich. Der Kleine. Ein Kern, der deinen Namen trägt. Hoch am Himmels Schild hält. Weiß ich nicht. Du hält. Am Held, genau. 5 Computer brauche ich doch schon. Alter, wie viele? So, komm, hier nehme ich mal noch. Baue. So. Nehme ich mal noch ein bisschen Munition mit. Am Himmelszelt hieß es ja. So. Zack. Richtig. Wunderprächtig. So. Ja, also entweder wartest du jetzt so lange, bis ich das Raumschiff fertig gebaut habe. Was ich glaube ich noch. Bei Tagen nicht fertig habe. Oder ja, wir gehen jetzt gleich los. Achso, oder gehst mit, ja. Aber ein bisschen Zeit haben gut, wir noch. Gut, jetzt hat ja jeder seinen Konstruktor, ich glaube. Deswegen. Aber ich habe jetzt auch keine Lust, die ganze Zeit hier am Konstruktor zu sitzen. Weil da wird jetzt eh schon gerade gecraftet. Und so. Ja. Na, warum wird gecraftet? Wir schalten hier aus die Bude, oder nicht? Nee, sonst vergammeln so, die ganzen ja. Fleischstücke. Das ist ja ärgerlich sonst. Ein okay. Paar nehme ich mit, so 2 Stück oder so. Das ist auch eine gute Idee. Das warte, ich esse mich erstmal gerade. Ess mich erstmal satt, dann nehme ich nochmal 2 mit. Zack. Munition habe ich auch genug. Dann können wir nämlich Eisen, Kobalt brauchen wir noch. Was brauchen wir noch? Nochmal gerade Kobalt brauchen wir auf jeden Fall ganz dringend. Eisen brauchen wir dringend. Ja, und vielleicht ein bisschen Silizium, wenn wir finden. Gehört? Ja. Ja, ich hab dich gehört. So. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir Kobalt haben. Alter, Kobalt ist ja mega. Ich räume mich hier erstmal weit weg. Ich räume mir erstmal alles aus und dann. Was? Was ist heute los, ey? Das ist ja Wahnsinn. Also Kobalt ist ziemlich weit weg, sehe ich gerade. Aber das kriegen wir hin. Kobalt, da ist nämlich auch noch Eisen auf dem Weg. Boah, das wird ja wieder ein Marsch hier. Wie rausstolziert kommt. Bitte? Wie du rausstolziert kommst. Wie du läufst. Ah. Ein bisschen lustig aus. Hm. Ja gut, ich hab ja auch mein lila Tütü an. Ach so. Ja, siehst du. Ah ne, hier müssen wir gar nicht lang. Da müssen wir lang. Bloß wenn wir sprinten, ne? Ja, ich weiß. Das... Ich weiß. Bin nicht blöd. Was? So. Das hast du gesagt. Also es ist... Ich weiß. Es schwitzt wieder so toll aus. Du schwitzt? Ich dachte, das Schwimmen sieht schon wieder prächtig aus. Nee, du hast aus. Gesagt, ich schweiß. Achso, dein Schwimmen sieht komisch aus, dachte ich. Wollte ich sagen. Du hast gesagt, ich schweiß.
Also ich weiß. Ich weiß, ja. Ja, ich schweiß. Also du schwitzt. Genau. Ach, ist schon okay. Das erklärst du mal, wenn du groß bist. Genau. So, jetzt orientieren wir uns einmal an diesem spitzen Berg da hinten, ne? Der spitze Berg, So, müssen gucken, dass diese Werwölfe hier nicht wieder rumlaufen. Oder diese Rakinien. Ach, du bist mal, ach, an diesem spitzen Berg. Ich dachte. Genau. Was das ich dachte, an den, ne, hier, guck mal, rechts, da ist ein spitzer Berg. Ja, den meine ich ja. Ja, warum gehst du denn geradeaus, wenn du dich am spitzen Berg da drüben... Ich dachte, orientieren, nicht, dass wir da hingehen. Ach so. Ach so. Verstehst? Der schlaue Wanderer orientiert sich an irgendwelchen markanten Punkten. Damit er weiß, wo er lang gehen muss. Wie weit er schon gegangen ist. Verstehst? So. Macht einfach Spaß, einen Klugscheißer dabei zu haben. Genau. Aber ich glaube, es wäre viel schlauer, wenn wir hier einfach übers Wasser schwimmen. Dinge, glaube ich, viel schneller, als wenn wir aus drum gehen. Oder? Na, Musiker. Ja. Ja, doch. Machen wir hier komplett übers Meer rüber. Wow! Flatsch. Ein Sauerstoff zum Atmen. So. Ja, ich weiß nicht, das Schwimmen ist so ein bisschen ätzend, weil die da immer noch nichts drin geändert haben, ne? Guckst du gerade zu mir? So langsam. Bitte? Guckst du gerade zu mir? Du hast gerade zu mir geguckt, ne? Ja, ja, ich guck zu dir. Jetzt guck ich zu dir. Warum? Wenn das kacke aussieht, wie du vorschwimmst, aber doch zurück. Was? Okay, mach du das mal. Ne, musst du mal vor mich gehen, hinter mich gehen. Okay. Ja, ja, schwimm mal vorbei. Wie bescheuert. Dein Herz klopft. Ja. Du musst ja ein bisschen aufholen. Und da ist natürlich meine Stamina ein bisschen runtergegangen. Das ist ja nicht gut. Du hast doch schon graue Haare, da kannst du nur mehr graue Haare. Sind nicht mehr grau. Stress. Doch, du hast graue Haare. Die habe ich doch umgestellt, die sind noch nicht mehr grau. Ja, weiß sind sie jetzt. Sind komplett weiß. Was? Bei mir hast du weiße Haare. Die warten jetzt das Umstellen auf. Ach Mann, jetzt ist die Taste auch wieder. Du schwimmst wie eine Schildkröte. Warum ich? Nur deutlich schneller. Das sieht schon lustig aus. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir genau hier weiter geradeaus. Dann haben wir da Eisen und da unten haben wir Kobalt. Naja, läuft schon mal vor, genau. Weiß gar nicht, wo es lang geht und läuft einfach vor. Du hast gesagt geradeaus. Ja. Welches geradeaus? Aua. Ich gehe davon aus, dass geradeaus ist. Echt? Und der Onkel ist schon wieder vor mir. Das kann ich nicht so lassen. Ist das doof. Aber sobald wir das Raumschiff dann haben, mal wieder, dann können wir hier endlich mal wieder ein bisschen schneller fahren. Weil das ist so eine Sache, die mir nicht so ganz gefällt, dass man hier so ewig lange rumlaufen muss. Weil die Entfernungen ja schon echt krass sind, ne? Gehört aber halt auch dazu. Ja, ja klar. Aber ich finde es heftig, dass die Ressourcen so krass weit auseinander sind. Ich weiß noch, als wir so die ersten Folgen hatten, wo auf dem noch auf dem Wüstenplaneten waren, da waren ja die Ressourcenplätze immer gleich. Und das fand ich deutlich entspannter, weil du da alles in der Nähe hattest. Ja, auf der anderen Seite denke ich mal, liegt dann auch ein bisschen an der Zahlenkombi, die wir eingegeben haben. Ja, natürlich, klar. Was macht mein Typ? Warum springt er die ganze Zeit? Weiß ich nicht. Drückst vielleicht die Leertaste? Nein. So, da hinten ist das Eisenvorkommen. Da können wir schon mal zuerst hinlaufen. Oh, Minigun-Drohne. Was? Links. Wo denn? Links. Ja, dann, also ich habe zum Glück eine Waffe dabei. Ich auch. Hast du auch Munition? Aber die sind nur 700 Meter noch entfernt. Aber wir können ja mal gucken, was das überhaupt sein soll. Ist das einfach nur diese sinnlose Drohne? Ich hoffe. Die fliegt da rum. Ja gut, dann lasse da rumfliegen. Oh, die kommt aber auf uns zu. Ja, das ist schlecht. Also wir wollen einmal zu dem Kobaltlager, siehst du ja, ne?
Goldlager 400 Meter und Eisenlager 200 Meter. Sagen Ja. wir, laufen erstmal zu einem Eisenlager. Und Sir, danach. yes, sir. Also hauen uns erstmal die Taschen voll. Und bewegen uns dann zu der Kobalt-Erzmine. Kobalt. Müssen aber halt. Ja, Kobalt. Sorry. Müssen dann die Drohne im Auge behalten. Ich weiß jetzt nicht, wo die war. Ist sie auf ja, dem Berg links, oder die wo? Siehst du doch da, Minigun-Drohne. Sind sogar zwei jetzt. Echt? Sehe ich gar nicht. Die war doch links angezeigt. Nö. Hast du den Namen ausgeblendet oder was? Kann sein, weiß ich nicht. Was für eine Taste ist, ne? Ich weiß es gar nicht. Wo bist denn du? Ja, steht mein Name über meiner Figur? Ja. Vielleicht, weil du die entdeckt hast, siehst du die, aber ich sehe sie nicht. Keine Ahnung. Ich sehe sie nicht. Oh, ja, hier war schon Rivana. Ist ja auch nicht so schlimm. Ach, ja, okay. Hier war schon mal Rivana, das ist richtig. Aber ich würde sagen, bevor wir anfangen, können wir eigentlich erstmal die Folge beenden. Ne? Dann können richtig. Wir in der nächsten Folge weitermachen. Ja gut, würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr einfach mal einen Daumen da lassen und guckt mal bei dem Onkel, also bei dem Gamers Check LP vorbei. Der macht auch sonst noch so Singleplayer-Projekte, ein paar. Ne? Ja. Und momentan sogar ein bisschen vermehrt als sonst. Nee, zurzeit nicht, aber ich fange bald wieder an. Zurzeit nicht, aber vorher. Ich fange genau. Aber vorher auch. Fang bald wieder an. Ja, ja. Alles klar, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss.